Kollegen bei H&M streiken heute für den Erhalt ihres Tarifvertrages. Die Arbeitgeber haben diesen Tarifvertrag gekündigt und die Arbeitgeber wollen hier ganz deutlich den Lohn absenken, wollen den Niedriglohnbereich erweitern. Was ihr hier macht, ist die einzig richtige Antwort auf die Provokation der Arbeitgeber. Ich betreue jetzt schon 20 Jahre den Einzelhandel. Sowas hat man noch nie erlebt. Wir wissen alle, im Einzelhandel werden nicht die besten Löhne bezahlt. Es wird gute Arbeit abgeliefert von euch allen jeden Tag. Es ist nicht einfach, so viele Kunden zu bedienen, auch bei unguten Arbeitszeiten hinter der Theke zu stehen. Und ich finde, ihr habt nicht verdient, dass man eure Tarifverträge angreift und dass man eure Löhne angreift. Ich bin Metallerin und als Metallerin vertreten wir halt auch die Textilbeschäftigten in den Produktionsbetrieben. Und jetzt stehen wir hier vor einem Betrieb, wo diese Textilien auch verkauft werden. Von daher finde ich es richtig toll, dass die Beschäftigten hier für bessere Löhne, bessere Arbeitszeiten und die Wiedereinsetzung ihres Tarifvertrages streiten. Ihr arbeitet bei H&M, einer der weltgrößten Textileinzelhändler. In dieser Branche wird bei 7 Milliarden Umsatz ein Gewinn erzielt von über 1 Milliarde. Diese Gewinnquote hat nicht einmal Daimler oder andere Industriebetriebe. Und ich will noch mal was zu der Entlohnung sagen. Gegenwärtig finden ja eine Reihe von Debatten statt, wo es um die Frage der Einführung eines Mindestlohns und so weiter geht. Ich finde, es ist eigentlich unerträglich, dass man darüber debattieren muss, dass Menschen so viel Geld verdienen, dass sie ohne staatliche Hilfe von diesem Geld leben können. Das ist doch eigentlich eine bitteschön, eine Selbstverständlichkeit. Und dass man dafür streiken muss, zeigt, dass sich in unserer Gesellschaft offensichtlich das ein oder andere verschoben hat in eine Richtung, wo man nur noch den Kopf schütteln kann. Ich weiß, dass gerade im Einzelhandel ganz viele Frauen betroffen sind. Ich weiß, dass da ganz viele Beschäftigte auf Minijob-Basis beschäftigt sind. Und ich weiß, dass ganz viele in Teilzeit arbeiten müssen, obwohl sie es eigentlich gar nicht möchten und lieber in Vollzeit arbeiten würden zu vernünftigen Entlohnungsbedingungen. Wir hoffen uns natürlich einen baldigen Tarifabschluss, damit die Kolleginnen und Kollegen endlich wieder unter Tarifvertrag arbeiten und natürlich auch mehr Geld bekommen. Wir kämpfen dafür, dass eine solche Niedriglohngruppe und die vollflexible Arbeitszeit für die Kolleginnen und Kollegen nicht kommt. Das werden wir allerdings auch nur erreichen, wenn wir weiterhin stark sind bzw. auch noch stärker werden. Es kann nicht sein, dass in Deutschland immer mehr Menschen in prekärer Beschäftigung im Niedriglohnbereich arbeiten. Das führt dazu, dass immer mehr Menschen in die Altersarmut fallen. Und das kann nicht die Politik dieser Republik sein. Ich wünsche euch für den weiteren Verlauf viel Erfolg. Und unsere Solidarität und Unterstützung habt ihr, wann immer ihr sie benötigt. Wir werden diesen Streik, diese Tarifrunde, werden wir nur für uns entscheiden. Und wir werden es nur dann hinkriegen, dass unsere Arbeitsbedingungen nicht verschlechtert werden, wenn wir zusammenstehen und wenn wir die Massen auf die Straßen holen, um den Arbeitgebern zu zeigen, nein, wir sind mehr wert und das lassen wir nicht mit uns machen.